Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in Need for Speed Carbon, wo wir inzwischen 98% Karrierefortschritt haben. Ich guck mal kurz hier auf die Karte, denn die sieht ganz wunderbar aus. Wir haben alles. Wir haben absolut alles geschafft, alles unter unserer Kontrolle, bis auf das ausstehende Bossrennen hier oben und sogar hier unten dieses Massenrennen, das mich ja in der letzten Folge und auch in der letzten Aufnahme wirklich geärgert hat. Also da bitte ich nochmal um Entschuldigung, dass ich da erstmal keinen Bock mehr hatte, aber gut, ich glaube, die Folge ist jetzt auch schon 2 Tage her oder sowas und die Aufnahme war ja nochmal ein bisschen länger her, also jetzt gerade bin ich wieder gut drauf, habe richtig Bock auf das Spiel und ich würde sagen, von der Fahrzeugwahl her hat sich Lady Supra ja bisher am besten geschlagen und ich denke mal, bei der bleiben wir jetzt einfach auch mal. Und ja, Bossrennen, kontrolliert von Stack Deck, Bremsen und Fahrwerk, wir schalten hier sogar noch Sachen frei, ach Mensch. Okay, und was ist das für ein Rennen? Wird wahrscheinlich mal wieder so ein Canyon-Rennen sein, die Dinger, die habe ich ja inzwischen echt gefressen. Aber gut, muss halt sein, wir wollen ja auch mal langsam hier durchkommen, nicht wahr? Wir wollen ja mal langsam zusehen, dass wir hier Fortschritt kriegen. Ich meine, City Skylines habe ich jetzt beendet, das waren wir uns, glaube ich, einig, das war eigentlich schon nur noch eine Frage der Zeit und langsam wurde es Zeit, denke ich mal. Was natürlich nicht ausschließt, dass wir irgendwann mal wieder dahin zurückkehren. Und hier Need for Speed. Gut, Need for Speed ist halt hauptsächlich ein Storyspiel. Mehr oder weniger ein Storyspiel, ist halt in erster Linie ein Racer, aber wir folgen halt einer gewissen Story und irgendwann ist die vorbei und dann ist es halt vorbei. War eigentlich auch abzusehen. Jetzt wollen wir mal sehen, dass wir hier... Es ist wenigstens kein Arschloch-Canyon-Rennen, es ist ein normales Rennen. Es ist ein normaler Sprint, nur halt im Canyon. Das finde ich soweit ganz gut. Mal gucken, ob ich darauf jetzt auch einigermaßen klarkomme. Wir verfolgen hier einen Lambo. Oh Mann, ich hätte vielleicht... Man merkt vielleicht neue Aufnahmen. Ich hätte mich vielleicht vorher noch ein bisschen einfahren sollen. Hab ich aber nicht gemacht, weil ich so schlau bin. Ich bin so klug. K-L-U-K. Okay, ein bisschen Konzentration. So ein Lambo wird ja wohl zu schlagen sein von einer durchgetunten Supra. Ich meine, wir erinnern uns, in Forza ging unsere Supra auch 400, ne? Da werden wir hiermit ja wohl auch ein bisschen was reißen können, nicht wahr? Komm hier rum. Der gibt aber auch ein Tempo vor, das ist echt unglaublich. Und ich komme jetzt bei Scott nicht langsam vor. Ah, vielleicht bin ich für solche Spiele hier einfach nicht gemacht, ne? Nichtsdestotrotz macht es natürlich Spaß, ne? Versteht mich da nicht falsch. Boah, der schreit, der Lambo, der schreit. Hört euch das an. Ja, komm, wir sind dran, wir sind vorbei. Wir sind vorbei, was war das denn? Ja, nice. Das heißt natürlich nicht, dass wir gewonnen haben. Also jetzt bloß nicht nachlassen. Und zack, habe ich nachgelassen. Verdammt. Nach wie vor mit manueller Schaltung, ne? Nur also Bescheid wisst. Die Kurve macht zu. An der Kurve bleibe ich jetzt auch nicht zum ersten Mal hängen. Aber wie gesagt, ich hätte mich vielleicht einfahren sollen. Na gut, noch sind wir vorne. Sagen wir, vorne sind, ist ja erstmal noch alles okay, ne? Die Kurve hätte ich weiter von außen anfahren sollen, aber geht noch klar. Ich muss mir wieder angewöhnen, härter zu bremsen. In Forza streichle ich die Bremse immer nur, weil ich auch den Bremsdruck immer so hoch einstelle. Das ist eine Gewohnheit. Und hier muss ich die komplett ablegen. Komm, hier nochmal richtig schön Nitro. Und damit sind wir durch. Okay, haben wir es doch noch geschafft. Und ich bleibe dabei. Lady Supra sieht einfach schick aus. Geldprämie 50.000? Kommt danach noch irgendwas, wovon ich wissen sollte, wofür wir Geld brauchen? Ich habe mir gerade ein bisschen Sorgen, merkt ihr vielleicht? So, was kommt denn jetzt? Müssen wir jetzt jeden der Bosse einzeln hier... Ja, das müsste... oder? Ach nee, das sind alle drei. Ich wollte gerade sagen, den Lan Evo, den kenne ich doch von Kenji. Aber der Lambo gehört doch Wolf. Ja, und Angie ist auch dabei. Jo, das habe ich gesehen. Dass wir hier nicht mit unserem Teamkollegen fahren dürfen. Ein Stadtrennen. Stadtrennen komme ich drauf klar. Es ist ein Sprint.
Wir sind schon bei 10%, der ist nicht allzu lang. Der Einzige, der uns hier wirklich gefährlich wird, ist Wolf, kann das sein? So, sind wir durch. Lady Supra for the win. Könnt ihr mal sehen. Ist ja auch ein geiles Auto, ne? Da gibt es nichts. Da gibt es einfach nichts. Bisschen Nitro mal wieder zünden. Bisschen Nitro im Tank zu haben, finde ich immer gut. Ist immer ganz praktisch, das für einen Notfall zu haben. Aber wenn es die ganze Zeit voll ist und wir vom, Dings hier, von der Regeneration von dem Zeug nichts haben, dann ist es ja auch Verschwendung. Also immer mal so ein bisschen raushauen und dann passt das schon. Ups, da habe ich ein bisschen zu spät eingelenkt. Und hier habe ich zu spät gebremst, aber viel zu spät. Und der Van muss natürlich auch noch genau in den Weg lenken. Ja, Wolf, fühl dich halt toll, komm hier. Ist ja alles erstmal noch kein Problem, ne? Wir sind ja im Moment noch vorne. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen konzentriert würde und nicht alle paar Zeit mal wieder das Rennen wegschmeißen würde, ja, danke Van, für den muss ich jetzt stärker bremsen, als für die Kurve nötig gewesen wäre. Bisschen ungünstig. Aber geht noch, aber geht noch. Immer wenn ich mir gerade denke, ach komm, das war jetzt gar nicht so schlecht, gucke ich in den Spiegel und sehe, Wolf ist immer noch dran. Gut, wir fahren ja auch gegen den verdammten Lambo. Das ist schon nicht langsam, das Teil, ne? Da sind wir uns, glaube ich, einig. So, wo macht denn der lang? Ach Mensch, hat's ja jetzt nicht so wirklich gebracht, oder? War's wenigstens spektakulär aus deiner Sicht, die du eh nicht aufnimmst, ha, Wolf? Oder hast du eine Dashcam? Wo fährt denn jetzt schon wieder lang? Mensch. Guckt euch die Kurven hier an. Das ist doch, hier brauche ich doch kaum lenken. Das ist... Wieso soll ich da außen rumfahren? Das bringt doch nichts. Hier muss ich ein bisschen langsam machen, aber wir haben ja inzwischen wieder ein bisschen Nitro. Haha, jawohl. Wolf ist echt der Einzige, der uns hier gerade gefährlich wird. Gut, wir haben Darius noch gar nicht gesehen. Der muss jetzt auch irgendwann mal auftauchen, ne? Also wir waren jetzt einmal im Canyon, einmal in der Stadt. Kommt hier noch ein drittes Rennen? So ungefähr eins für jeden Boss, eins für jede Spezialisierung oder sowas? Ui, 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 vorsichtig. Oder bleibst du in zwei Rennen und danach kommt Darius gleich? Nicht, dass ich besonders viel auf den gäbe, ich meine. Gut, der fährt einen Audi R8. Und wir wissen ja alle, ein Audi R8 ist im Prinzip auch nichts anderes als ein Lambo, beziehungsweise andersrum. Beziehungsweise, ich glaube, damals noch nicht mal. Die bauen ja erst seit kurzem, haben die irgendwas auf einer Basis gebaut. Ich weiß gar nicht, welches Auto das war. Aber es gab irgendeinen Lambo, der sich die Basis mit dem R8 teilt. Und auch dieses Rennen haben wir damit in der Tasche. Könnt ihr mal sehen. Die miesen Rennen sind die Massenrennen. Und das hier, das ist... Ich meine, das ist auch fordernd. Ihr habt gesehen, ich habe ein paar Fehler gemacht. Und der Typ ist die ganze Zeit an uns dran geblieben. Fehler sollte man sich besser nicht erlauben. Aber... Die Massenrennen fand ich trotzdem schwieriger, muss ich sagen. Oder zumindest frustiger, sagen wir es mal so. Jo, da ist doch Darius. Das ist doch der R8. Was mit Angie? Habt ihr die abgeschoben? Okay, Darius. Dann lass mal hören. Weißt du, was ich mit dem Kopfgeld für dich gemacht habe? Ich habe Niki alles gekauft, was sie sich gewünscht hat. Und das soll mich jetzt irgendwie fruchtig machen, oder was? Komm, ich puste dich einfach weg und gut ist. Meine Güte. Ich meine, hey, ich bin sowieso so ein Gönner. Also, wenn Niki alles hatte, was sie sich wünscht, dann ist das doch schön. Dann es nicht für dich verjubelt hast, bin ich doch froh. Abgesehen davon, dass er sich wahrscheinlich Niki geschnappt hat, von der wir wahrscheinlich ursprünglich mal was wollten, storybedingt, aber... Meh. Wie heißt es so schön, gibt so viele schöne Fische im Teich, oder wie heißt das? Wir waren jetzt anscheinend auch eine Weile weg, haben uns eine Weile in Rockport rumgetrieben. Haben da ja auch viele Bekanntschaften gemacht, ne? Bestimmt nicht die richtigen, aber ich sag mal, das, was wir im Spiel gesehen haben, ist ja nicht das Einzige, womit man zu tun hat. Wenn man in so einer Stadt lebt, nicht wahr?
Mann, was fahre ich mir gerade für einen Blödsinn zusammen? Was der Typ gerade Vorsprung hat, das hat schon seine Richtigkeit. Ich fahre gerade echt Mist. Oh, 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 oh. Viel zu spät gesehen. Ja, komm. Egal, es ist ein Zwei-Runden-Rennen und ich fahre es einfach mal zu Ende, um die Eigenheiten der Strecke kennenzulernen. Was bringt's, wenn ich jetzt neu starte, dann in der nächsten Runde vielleicht um die Stelle hier gut rumkomme und zwei Kurven später an irgendwas hängen bleibe, was ich nicht kannte, weil ich neu gestartet habe. Nee, nee, das fahre ich jetzt weiter. Darius soll sich ruhig noch ein bisschen freuen. Lange hat er da keinen Grund mehr zu. Hier haben wir schon mal eine Abkürzung gefunden, das ist gut. Kommen wir hier einmal rum. Und da vorne ist auch schon das Ziel. Dann haben wir den ja gleich. Oh, 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 die Kurve hier ist eng. Warum? Weil wir die zweite Spur nicht aufmachen dürfen. Das ist schon mal gut zu wissen, dass wir da nicht mit zu viel Schwung reinlaufen. Und nicht am Ende noch hängen bleiben. Das wäre nämlich sehr ungünstig. Oh Mann, was fahre ich mir denn hier für einen Bockmist zusammen? Das gibt's doch nicht. Das hier sollte ja eigentlich das grande Finale sein, ne? Der krönende Abschluss. Und was ist? Kerl gefällt Blödsinn. Und weil es halt trotzdem die bisherigen Bosse. Nur Darius scheint einen Zahn mehr zuzulegen. Ja, sag nichts. Sag nichts. Ich weiß, dass das Mist war. Ah ne, hier ist die Abkürzung ja gar nicht. Verdammt! Wo habe ich meinen Kopf? In den Wolken, schon klar. In denen, die ich in City Skylines per Mod ausgeschaltet habe wahrscheinlich. Ja, das wird nichts mehr. Aber wir haben nicht noch mehr verloren, glaube ich. Also von daher... denke ich mal... der zweite Anlauf könnte durchaus was werden. Ah, hier haben wir nochmal was, genau. Hat er eventuell sogar nicht genutzt. Du, ich bin gerade nochmal näher gekommen, ne? Außerdem bist du doch ein fairer Sportsmann, da kann man doch bestimmt auf eine Revanche hoffen, oder etwa nicht? Ach Mensch, okay. Das war dann wohl der berühmte Satz mit X. Einmal Neustart bitte, jawohl. Ich wollte gerade sagen, ihr sagt mir aber nicht, dass ich die anderen Rennen auch nochmal fahren muss. Nee, glücklicherweise nicht. Okay, blöder Start, blöder Start, blöder Start. Diesmal lasse ich ihn gar nicht erst von vornherein so weit wegkommen. Ah, das freut dich auch noch. Da stehst du drauf, oder was? Na, ich eigentlich eher nicht so. Keine Ahnung, wo er den Schwung hernimmt, aber bis jetzt sind wir noch nicht ganz so abgeschlagen wie zuletzt. Das sieht doch schon mal gut aus. Jawohl, der Taxi hat gerade ein bisschen aufgehalten. Und da sind wir schon mal so ein bisschen im Parallelflug. Können wir ja schon mal zeigen, dass wir noch da sind. Bisschen Präsenz zeigen im Rückspiegel. Na, rate mal, zum Ziel. Was glaubst denn du, hä? Könnt ihr mal sehen, ne? Wenn der Kerl das Rennen nicht von vornherein wegschmeißt, dann... wow! Achso, ja, da war ja was. Ach, verdammt. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Schade, das Rennen sah eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Aber gut, dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich die Zeit habe liegen lassen, ne? Warum der so viel Vorsprung hatte? Der Cheater, der Gammlige. Das geht ja mal gar nicht. Sprach er und fuhr durch die Abkürzung. Aber hey, wenn er das darf, darf ich das ja wohl auch, oder etwa nicht? Hier schön von weit außen ausholen. Das war hier. Oh, viel zu viele Bäume im Weg. Das hat gerade gut gebremst. Das hat gerade richtig gut gebremst. Ich hatte hier die Kurve mal schön eng, schön von weit außen, aber das hat dann ja doch nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte. Hm, kann sein, dass wir das Rennen sogar nochmal sehen. Aber ich will mich nicht ärgern lassen, ich will das locker sehen. Vor allem ist es der Anfang der Aufnahme und ich sehe ja, ich weiß ja, dass ich das Rennen gerade selber wegschmeiße. Es ist ja nicht irgendwie eine Ungerechtigkeit des Spiels oder so. Dieses Mal nicht. Hab ich gerade zu früh geschaltet, ne? Kann man nochmal in den dritten zurück.
war diese Abkürzung? Wo war diese verdammte Abkürzung? Die ist hinter dieser Kurve hier, oder? Ja, und er hat sie diesmal nicht genommen. Hilft uns trotzdem nicht viel, aber da vorne sehen wir ihn immerhin schon mal wieder. Gut, wenn ich mir die Abkürzung merke. Na, Streckenkenntnis, liebe Leute, Streckenkenntnis. Das gilt auf der Nordschleife genauso wie auch hier. Wer sich auskennt, ist klar im Vorteil. Da vorne ist er schon wieder. Wenn ich die Abkürzung gut ausnutze, dann haben wir auf jeden Fall eine Chance. Ja, das hast du schon mal gesagt. Wir drehen uns hier im Kreis. Na gut, haben wir hier Zeitreisen, haben wir ja auch erst gemacht in City Skylines, ne? Alte Spielstände geladen. Ach, Mensch, habe ich es wieder weggeschmissen. Okay, also, nein, nein, nicht abbrechen. Ich will schon hier auf OK drücken. Und... Ja, natürlich mal wieder den Start versemmelt. Kerge, Kerge, was soll nur aus dir werden? Ja, doch so, wie sonst? Irgendwann muss ich ja mal hier angreifen, oder etwa nicht? Mal langsam zeigen, dass ich doch so ein bisschen kann. Ich bin nicht der King of Need for Speed, das ist mir schon klar. Aber der Hofner will ich jetzt auch nicht sein. Ich will schon zeigen, dass ich hier so ein bisschen was kann. Und jetzt guck doch mal hier, habe ich doch richtig gesehen. Ja, huhuhui. Und, oh, das ist jetzt aber ein bisschen ungünstig. Spiel, das fand ich jetzt nicht gut von dir. Spiel, da müssen wir nochmal drüber reden. Aber gut, wir sind noch vorne. Da habe ich gerade für gesorgt, dass wir noch vorne sind. Nicht ganz fair, aber fein. Ja, schubst du ruhig an. Ich weiß, dass du da bist. Alles klar. Das wird ein Rennen mit Rangeleien hier. Aber du fährst nicht hier lang? Was ist mit dir los? Du hast mir die Abkürzung noch vorhin noch gezeigt. Und jetzt hast du schon wieder vergessen? Ach Mensch, okay, dann sind wir jetzt vorne. Taxi. Ja, da freust du dich. Fliegende Taxis gefallen dir, ne? Na gut, in dem Punkt sind wir uns zumindest schon mal einig. So. Ups. Gegenverkehr ist nie so besonders praktisch für ein Rennen. Aber erste Runde haben wir jetzt schon mal einigermaßen dominiert. Es fehlt ja, ich bin ja lernfähig, ne? Runde um Runde werde ich langsam besser. Er holt auf. Er holt immer noch auf. Ich fahr mal wieder hier lang, komm. War ganz lustig gerade. Dann halte ich mich diesmal ein bisschen weiter links. Zu weit links gehalten, zu weit links gehalten. Komm aus dem Quark-Auto. Okay, also die Abkürzung hier muss man wirklich lernen, damit sie funktioniert. Komm, und jetzt Mensch, Supra. Och komm, das war doch jetzt unnötig. Das war doch jetzt echt unnötig, oder? Okay, die Abkürzung meide ich in Zukunft wieder. Das ist ja, die bringt's ja gar nicht. Verdammt. Ich hätte echt gedacht, die würde es bringen, aber wenn wir da jedes Mal hängen bleiben, dann, tut das dem Nutzen natürlich schon einen ziemlichen Abbruch. Jetzt komm schon rum, Supra. Mann, was ist los mit dir? Habe ich dich nicht auf Übersteuern gestellt? Ist er da hängen geblieben oder fährt er noch? Er fährt noch, er fährt noch. Er fährt noch, er fährt noch. Ja, mach ich doch, mach ich doch. Ich bin da, keine Sorge. Achso, wir sind ja gar keine Teammates. Ja, ich verpiss mich da mal. So. Gerade noch so, wa? Gerade noch so. Meine Güte. Gut, dann habe ich eine Abkürzung gefehlt und er hat eine Abkürzung gefehlt und so gleicht sich das dann doch wieder aus. Komm hier, voller Schub, voller Schub, voller Schub. Boah, jawohl. Im x-ten Anlauf, aber irgendwann haben wir es dann halt doch geschafft. Du wurdest Erster. So, jetzt will ich aber auch hier ein bisschen was sehen, ne? Irgendeine Sequenz, irgendwas Belohnendes. Wahrscheinlich geraten wir jetzt in irgendeine Falle und müssen wie in Most Wanted noch den Cops entkommen oder irgendein Blödsinn, ne? Ich meine, ich weiß es nicht. Es bleibt dabei. Ich habe Carbon noch nie durchgespielt und ich habe mich noch nicht gespoilert. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ein Canyon-Rennen, echt jetzt? Tut das denn Not? Gut, das war Lady Supra fahren. Das sieht aber auch echt geil aus, das Auto, jetzt mal ehrlich. Ich freue mich da immer noch. Und ich freue mich, dass das Auto auch bei euch ganz gut ankam.
keiner was. Meinst du? Na gut, dann jetzt eben noch ein Canyon-Rennen. Die liebe ich ja. In Klammern gar nicht. Aber da müssen wir jetzt wohl durch. Nitro haben wir nicht. Speedbreak haben wir auch nicht. Meinst du? Ich heiße ja auch nicht Bruce. Okay, das war jetzt ganz schlecht. Oh, 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 oh. Weniger Blödsinn labern, mehr auf die Straße gucken. Ja, könnte sein, dass sich das so ein bisschen hinzieht hier, ne? Was ihr schon mal Bescheid wisst. Zu spät eingelenkt. Speedbreaker haben wir auch nicht. Also wenn wir hier runter platschen, dann platschen wir hier runter. Das ist halt einfach so. Er schafft es ziemlich gut, mich auf Distanz zu halten. Und das ist in so einem Rennen hier wirklich ungünstig, um nicht zu sagen tödlich. Jetzt komm schon rum, Supra. Mensch, ich hab doch voll eingelenkt. Was soll ich denn noch machen? Boah, ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr mit dem Heck kommen, ganz ehrlich. Wir haben noch kaum Punkte gemacht. Das wird so nix, Leute. Das wird so nix. Ich müsste ihn eigentlich überholen, mal langsam oder sowas. Aber guckt euch das an, wie eng der die Kurven fahren kann. Das ist unglaublich. Oh, jetzt lenk doch, Supra. Mensch, was ist denn los mit dir? Ich lenk voll ein. Ich bremse. Ist dem Auto egal. Überbremsen, eine Hinterachse? Nö. Da gibt's ungünstigere Möglichkeiten, um im Heck zu kommen, ne? Das muss ja jetzt nicht sein. Nee, 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 nee. Okay, Konzentration, den holen wir uns, den holen wir uns. Ich sehe das nicht ein. In dieser Folge hier werden wir die Story beenden. Wenn es das Letzte ist, was ich... Obwohl, ja, das ist das Letzte, was ich in diesem Let's Play da mache. Ja, klar. Aber ihr wisst, was ich meine. Verdammte Axt, ey. Verdammte Axt, ey. Ich komme nicht ran. Ich bin zu schlecht dafür, oder was? Komm schon, wir kommen doch näher. Wir kommen doch näher. Bin ich die Kurve nicht genauso gefahren wie er von innen? Warum kann er das und ich nicht? Nein, ganz ungünstiger Moment, super. Das gibt's doch nicht. Ich werde ihn gleich unmöglich so auf Abstand halten können. Unmöglich. Mach mal dein Mikro zu, es rauscht. Mach mal den Kopf zu, es rauscht. So ungefähr. So, jetzt sind wir auf jeden Fall durch, aber hier 115.000 Punkte, das ist natürlich ein Witz. Also, ich sehe nicht, wie wir das jetzt schaffen sollen. Ich sehe nicht, wie ich das... Also, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaube, da brauchen wir wohl irgendwie mal einen Glücksfall oder so. Ich meine, hallo, das Rennen geht los und der hat eine Beschleunigung. Das ist, das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Nein, ich dachte, da geht's links weiter. Frag mich nicht, warum. Mensch, fahr super, fahr. Fahr, 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 fahr. Wir müssen Distanz gewinnen. Wir haben 20.000 Punkte verloren auf 20%. Das geht eigentlich klar. Das könnte ganz knapp was werden, aber nur wenn nichts, aber auch gar nichts schief geht. Und ich muss gestehen, dass gar nichts schief geht, sehe ich so nicht.
Aber nur mal so von der Theorie her, wenn nichts schief ginge, dann könnten wir das schaffen. Er hat mich schon ein paar Mal rausgehebelt. Dieses Mal nicht, Leute, dieses Mal nicht. Kommt er schon wieder näher, da kommt er schon wieder näher. Lenk doch, Supra, Mensch. Lenk doch, Supra, Mensch. Jetzt hängt er dran, jetzt hängt er dran. Jetzt verlieren wir so viele Punkte. Nee, das wird nichts mehr. Damit habe ich es jetzt weggeschmissen, aber ganz offiziell, das wird nichts mehr. Oh, warte mal, die Punkte haben gerade angehalten. Die Punkte haben gerade angehalten, kurz. Jetzt lenk doch, Mann. Jetzt ist er wieder dran, jetzt ist er wieder dran. Verdammt. Ich habe voll eingelenkt, aber was soll ich denn machen? Nee, das war's. Oder? Oder? Ist der hängen geblieben? Ist der hängen geblieben? Darius? Was? Frag mich nicht wie, aber wir haben gerade gewonnen. Mit 1700 Punkten, was ziemlich knapp ist. Audi Le Mans Quattro. Fährt den mit dem verdammten Rennwagen, klar. Ist ja auch zum Glück gar nicht unfair. Jo, da haben wir es geschafft. Meine Güte, ich meine, ich will mich nicht beschweren. Ich will mich überhaupt nicht beschweren. So, Darius, mein guter Star. Abserviert. Das klang jetzt überheblicher, als es sein sollte. So richtig verdient haben wir es ja nicht. Aber hey, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Silverton erobert. Oh ja. Und ab jetzt wird uns ja wohl hoffentlich keiner mehr ans Knie pinkeln wollen, oder? Na, Darius, sag mal selber. Der Schlüssel ist im Wagen. Genieße es, solange du kannst. Es gibt immer einen da draußen, der schneller ist als du. Und früher oder später hat er dich. Es gibt immer einen, der schneller ist. Und den hast du gerade gefunden, mein Lieber. Das gilt nämlich auch für dich. Das funktioniert in beide Richtungen. So, was jetzt? Gewonnen. Danke, dass du Need for Speed Trademark Carbon gespielt hast. Du hast gerade 5 neue Wagen freigeschaltet, unter anderem den Audi Le Mans Quattro. Mach doch im Quick Race mal eine Probefahrt mit ihnen. Im Spiel gibt's noch viel zu tun. Alle Prämienkarten freischalten, die Herausforderungsserie beenden oder die Karriere mit einer anderen Wagenklasse fahren. Ja, also die komplette Karriere denke ich mal eher nicht mehr. Wir haben es ja jetzt einmal durchgespielt, das soll erstmal reichen. Wir gucken uns aber mal an, welche Autos wir jetzt freigeschaltet haben. Beziehungsweise die Credits lassen wir natürlich auch noch durchlaufen, ne? Developed at bla bla pipapo. Ganz viele Leute hier. Brad, Jeff, Wesley, Martin und ja. Läuft ein bisschen schnell durch. Ich wollte mir gerade wieder den Spaß machen, die hier vorlesen, aber komm. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Also, kurzes Fazit. Hat's Spaß gemacht? Würde ich sagen, prinzipiell ja. Für mich persönlich ist eigentlich am besten bei solchen Spielen A, das Fahren. Also sprich, Fahren in der freien Fahrt, Fahren von Punkt zu Punkt. Das haben wir uns ja jetzt im Let's Play komplett gespart. Und B, ganz klar, Sachen freischalten und, sag schnell, hier, Autos auftunen. Das ist eigentlich immer so ein Aspekt, der mir mit am besten gefällt. Deswegen habe ich es auch ziemlich gefeiert, dass wir genug Geld hatten, dass wir noch 3 Stufe 3 Autos aufbauen konnten. Das, fand ich klasse, muss ich sagen. Mit dem ersten war mir ein bisschen auf die Nase gefallen. Das Ding, das hat sich nicht so besonders gefahren. Hätte man sich eigentlich auch denken können, ne? Altes Muscle Car, Fahrwerkstechnik aus den, ich weiß gar nicht, von wann ist das Auto, 60er, 70er, 80er, irgendwie sowas. Da ist auf jeden Fall nicht viel zu wollen, wenn man auf eine Kurve trifft, dann sagt das Auto, nö, ich habe gerade so viel Schwung drauf, ich habe gerade mehr Bock geradeaus zu fahren. Der Lambo lief gar nicht mal so schlecht und die Supra, die hat ja einfach mal alles in den Schatten gestellt, ganz ehrlich. Das Ding, das lief einfach großartig, einfach großartig. Gut, die Credits laufen jetzt noch eine Weile. Ich möchte die eigentlich ganz gerne durchlaufen lassen, aber ich sag mal so, ganz ohne Musik ist das auch ein bisschen witzlos, ne? Michael Nightingale, eigentlich auch ein cooler Name, irgendwie. Fairfield Thompson, ach, guck da mal da. Tom haben wir hier aber nicht, ne? Frederick May, heißt auch Reinhard. Nein, der stand da jetzt nicht, keine Sorge. Hätte aber natürlich auch was, wenn solche Musik hier drin gewesen wäre.
Aber Musik haben wir ja sowieso ausgeschaltet, ne? Wisst ihr ja, von wegen der Thomas Tönnfeld. Aha. Wenn der Tönn fällt, dann solltest du laufen. Philip Smith, Lars Smith. EA Tech Central Technology. Bis die alle durchgelaufen sind. Bela Kiss. Kiss will ich auch nicht heißen. Church Automotive. Was zur Hölle? Special Thanks. Wir sind schon beim Special Thanks. Okay, lange wird das nicht mehr dauern. Lange wird das nicht mehr dauern. Und ich will es durchlaufen lassen. Ich will es durchlaufen lassen. Additional Characters. Disco Patron, Kasparov, Darius Crew, Race Fan Nummer 7, Race Fan Nummer 1, Flag Girl, alles klar. Primary Officer, Second Officer, die ganzen Charaktere da hätte man nochmal sehen können, wie die heißen. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ich habe nur auf die rechte Seite geachtet, um zu sehen, welche Namen da im Spiel aufgetreten sind. Recording Courtesy, bla bla, ach, das ist jetzt. Das ist jetzt die Musik, die hier lief, gell? Ja, Sugar Hill Records, bla bla, ja, das ist die Musik, die hier drin lief. Oder gelaufen wäre, wenn wir sie ja nicht ausgeschaltet hätten. Aber GEMA sei Dank. Ja, wenn ich auf dem englischsprachigen Kanal das Zeug raushauen würde, wenn ich sagen würde, okay, ich probiere jetzt mit Scrap Mechanic dort zu hypen und sagen würde hier, ich arbeite jetzt da, dann könnte ich die Musik laufen lassen. Denn ob im deutschsprachigen Raum die GEMA die Sachen sperrt, wäre mir ja scheißegal, denn im amerikanischen Raum. Oder generell im englischsprachigen Raum könnte ich die Sachen ja dann raushauen. Das wäre ja dann kein Problem, ne? Ja, da wird man schon, da macht man schon was mit. Andererseits hätte ich die Musik auch leiser drehen können, hätte sagen können, okay, die Motorengeräusche und wenn ich drüber quatsche, dann wird er schon nicht getrackt. Und es ist ja Teil des Spiels und als Spieler, als Let's Player bin ich ja aktuell geduldet, solange ich noch nicht monetarisiere. Dann wäre das auch nochmal klar gegangen, denke ich mal, aber komm, warum das Risiko eingehen, ne? Hat ja auch so funktioniert. So, Chrysler Plymouth und Hemi. Hemi übrigens auch sehr interessante Motoren. Hemi steht dabei für Hemispheric, also für die hemisphärische Bauform der Zylinder bzw. der Kolben. Ich glaube, das ist. Ich glaube, die Kolbendecke selber ist auch ein bisschen gewölbt bei denen, oder? Bin ich jetzt gar nicht mehr so 100% sicher. Auf jeden Fall dadurch, durch diese Krümmung findet die Verbrennung ein bisschen anders statt und dadurch kann man ein bisschen mehr Dampf da rausholen. Das ist der Hintergrund. Volkswagen AG, bla bla pipapo, all rights reserved. Ich glaube, wir sind durch. Ja, sieht so aus. Ja, dann haben wir es ja jetzt, ne? Ich würde sagen, hier, Prämienkarten können wir mal reinschauen, das haben wir noch gar nicht gemacht. American Racing Torque Thrust ST. Erfülle die Aufgabe und schalte frei. Okay, keine Ahnung, was ist, wahrscheinlich irgendein Vinyl oder sowas. Erreiche im Karrieremodus ein Plus von 30.000, gewinne ein Event der Herausforderungsserie. Und entkomme der Polizeiverfolgung in der freien Fahrt. Das haben wir doch alles. Gibt's da noch irgendwas anderes zu tun? Irgendwas, was war? Ah, so, hier kann man's sehen. Ein neuer Herausforderer. Ah, okay. Gewinne ein Event der Herausforderungsserie. Sowas könnte man also durchaus noch machen. Was haben wir hier noch? Ich bremse für niemanden. Setze in der freien Fahrt 20 Polizeifahrzeuge außer Gefecht. Okay. Ah, damit würden wir Felgen freischalten. Okay, hiermit schalten wir eine Chevelle frei. Ah, oh, schick. Chevelle hat was. Chevelle hat was. Erreiche im Karrieremodus ein Plus von 1 Million. Da müssten wir aber alles mit einem Auto fahren, oder? Also ein Stufe 3 Auto kaufen, das durchtunen und nichts in optisches Tuning setzen und die alten Autos verkaufen. Keine Ahnung, ob das sonst überhaupt geht. Gewinne 10 Canyon-Duelle. Ja, danke schön. Kein Bock drauf. Davon haben wir aber eines immerhin schon mal. Gewinn im Karrieremodus 65 Rennen. Das ist ja schon mal etwas. Dann haben wir hier noch 10 freie Fahrt-Herausforderungen. Also hier gäbe es noch eine ganze Menge zu tun. Müllwagen? Fülle deine Karrieregarage nur mit Tunern? Nur mit Exoten? 500.000 Punkte in einem Drift-Event und Bußgeld von 50.000 in der freien Fahrt. Deine Karrieregarage nur mit Tunern und nur mit Exoten. Kann man das nachträglich machen? Könnten wir nachträglich unsere Autos verkaufen und oder müssen wir dafür wirklich die gesamte Karriere nur mit Tunern und nur mit Exoten fahren? Das wäre nämlich ein bisschen viel. Crosses Corvette? Ach Mensch, selbst die kann man hier freischalten. Das sind aber so Sachen, da müsste man sich wirklich in das Spiel reinknien und ich sag mal, damals, als es rauskam, wenn es mich damals mehr in seinen Bann gezogen hätte, dann würde ich sagen, ja, das könnte man gerne machen. Aber im Moment, ich denke mal, mit der Karriere haben wir schon einiges erreicht.
Wir können ja vielleicht noch ein, zwei Autos tunen, da hätte ich Bock drauf. Ein, zwei Autos aufbauen, gucken, wie sie sich fahren und dann das Projekt beenden. Das, denke ich mal, könnte man machen. Auf jeden Fall mit der Karriere sind wir durch. Das heißt, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal am vorläufigen Ende. Und ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeibleiben die ganze Zeit. Und jetzt müssen wir uns ein neues Projekt aussuchen. Ich habe da schon was ins Auge gefasst, möchte aber noch nicht zu viel verraten. Denn man weiß ja nie, ob's gelingt. Und sage ich am Ende, so, wir werden jetzt auf jeden Fall das und das spielen. Dann funktioniert irgendwas nicht und dann stehe ich da. Deswegen, aber es wird auf jeden Fall Nachfolgeprojekte geben, da könnt ihr euch sicher sein. Im Moment haben wir ja auch noch Scrap Mechanic am Laufen. Forza habe ich jetzt wieder belebt. Cities habe ich jetzt zum Ende gebracht, das fällt also weg. Und Need for Speed ist jetzt auch am Ende. Das heißt, wir haben aktuell immer noch zwei Projekte, die da heißen Scrap Mechanic und Forza. Und ja, die anderen zwei, ich weiß nicht, ob es gut ist, so viele Projekte gleichzeitig zu haben, einerseits, andererseits möchte ich aber eine gewisse Abwechslung bieten, also ich sag mal, es wird auf jeden Fall noch etwas kommen. Also dann jetzt aber wirklich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Projekt vielleicht eher. Ciao, euer Kerke.